Moin Leute, was geht? Gut, dass ihr fragt, wie ich geschlafen habe. Gar nicht. Vor Track Days schlafe ich kaum oder nicht gut. Einfach weil ich mich super freue und total aufgeregt bin. Genau, heute ist steht ein Track Day an und zwar in Oschersleben. Das ist der erste Track Day dieses Jahr. Ich habe über den Winter einige Sachen an meinem Auto verändert, fahre jetzt quasi ein ziemlich neues Setup, bin super gespannt, wie sich das alles verhält und habe richtig Bock, endlich mal wieder zu fahren. Damit geht heute offiziell die Saison für mich los. Oschersleben ist eine ganz besondere Strecke für mich, denn da hatte ich meinen allerersten Track Day und auch mein allererstes Rennen. Aber nicht auf vier Rädern. Vor dem Ganzen hier bin ich Motorrad gefahren und zwar recht viel und intensiv. Nachher auch gar nicht mehr im Straßenverkehr, sondern nur noch auf der Rennstrecke. Ich hatte eine Maschine ohne Straßenzulassung, war ein Komplettumbau und ich bin in Oschersleben auch tatsächlich mein allererstes Motorradrennen gefahren. Du haust alle Gänge durch auf der Startziel, auf der Geraden, bremst runter. Linksknick, anbremsen, Gang runter, lange rechts. Fährst auf die Hasseröder zu, zielst genau auf die Tribüne. Dann geht's scharf links die Hasseröder, geradeaus auf die Triple links zu, dreifach Linkskurve, die fährst du wie eine Kurve. Stellst das Auto kurz gerade, bremst runter, scharfe rechts, gerade auf die Schikane zu, rechts, links, rechts, langgezogene Rechtskurve, gegengerade. Ziehst alle Gänge komplett hoch, soweit es geht. Über die Kuppe, Gang runter, auf das Shell S zu. Scharf rechts, anstellen, links, geradeaus. Dann eine Rechtskurve und dann geht es auf die letzte Kurve zu vor der Startziel. Rechts reinstechen, raustragen lassen, auf die Curbs und Startziel durchhämmern. Super schöne Strecke, ich freue mich riesig. Ich nehme euch jetzt mit und wir sehen uns gleich im Fahrerlager. Ciao! So, ich bin hier in Oschersleben im Fahrerlager und warte auf meinen ersten Stint und es ist am Schütten. Ich hatte gerade die Fahrerbesprechung, wo einem die Basics erklärt werden, ein bisschen Flaggenkunde, ne, rot ist Rennabbruch, gelb ist irgendwas ist auf der Fahrbahn, bitte nicht überholen. Schwarz-weiß kariert ist letzte Lap und dann zurück in die Box. Die ganzen Basics und ja, jetzt habe ich noch 20 Minuten, bis mein erster Stint startet. Die Sachen, die ich heute testen wollte, werde ich nicht testen können. Aber wir machen das Beste draus. Wir gucken einfach, wie sich das Auto im Grenzbereich verhält, beziehungsweise ab wann haben wir Haftabriss, kommt er quer und wenn er quer kommt, dann... ja. Ich hoffe, die anderen Fahrer sind alle recht diszipliniert, dass sich da keiner rauskegelt. Was schnell passieren kann bei so einem Wetter. Ja, heute wird es nicht mehr aufhören. Das heißt, ich werde euch leider keine Bilder liefern können von einem schönen trockenen Trackday oder ein paar schöne schnelle Runden. Leider ist manchmal so. Wir machen das Beste draus.
Ich weiß echt nicht, was für einen Reifendruck ich fahren soll, weil ich war noch nie bei 9 Grad Außentemperatur in strömendem Regen auf der Rennstrecke. Keine Ahnung, ist eine Erfahrung wert und ich werde berichten. Schade, Leute, ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber es ist der erste Trackday dieses Jahr. Es kommen noch ein paar. Bleibt dran! Trackday ist vorbei, ich bin zurück im schönen Bielefeld, es ist 19 Uhr und wir haben strahlend blauen Himmel. Ja, was ein Pech. Ja, wirklich, wirklich schade um das Wetter, das wir in Oschersleben hatten. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist, wie es ist. Dennoch war der Trackday gar nicht mal so schlecht, wir hatten relativ viel Spaß. Es war ganz interessant, das Auto mal im Regen kennenzulernen und wo da der Grenzbereich ist. Dazu muss ich sagen, ist die Zündschnur wirklich sehr kurz zwischen das Fahrzeug unter Kontrolle zu haben und eben nicht. Allerdings ist es nur relativ schön mit Semislicks im Regen bei Reifentemperaturen von unter 20 Grad. Aber ist nun mal so. Wie gesagt, dennoch hat mir relativ viel Spaß, ein paar coole Leute kennengelernt. Grüße an die Dudes aus Berlin, hat richtig Spaß gemacht mit euch. Und Grüße an Dennis mit seinem wilden Evo. Ich hoffe, ich treffe euch noch ein paar Mal wieder. Und über den Winter habe ich einiges geändert und es gibt viele Sachen, beziehungsweise das komplette neue Setup, das ich testen wollte, fällt oder ist leider ins Wasser gefallen, wortwörtlich. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und zwar fahre ich diese Woche nochmal zum Bilsterberg. Fazit, alles in allem, es war gar nicht so schlecht, wie ich anfangs dachte. Dennoch war es ein wenig schade, weil man fühlt sich einfach machtlos. Ja, also das Auto, sobald ich aufs Gas gehe und einschlage, muss ich korrigieren beim härteren Runterbremsen. Und wenn ich dann ein, zwei Gänge runternehme, die Kupplung etwas schneller kommen lasse, muss ich korrigieren. Aber wie gesagt, solche Erfahrungen muss man auch haben. Vielleicht hat es mir sogar was zum Trocknen gebracht, dass ich da dann wirklich ein bisschen Zeit finde. Alles in allem, für die es interessiert, ich bin jetzt eine Rundenzeit gefahren von 2 Minuten 12, was wirklich nicht gut ist, beziehungsweise ich habe keinen Referenzwert im Regen. Keine Ahnung. Wie gesagt, im Endeffekt ist es ja auch egal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es geht weiter. Die Saison hat gerade erst angefangen und ich denke, wir werden demnächst noch einen trockenen Trackday erwischen. Und dann werde ich auch meine Reifentemperatur messen und lande wieder bei Micha vom Mords Tunings. Wir mein Fahrwerk dann nochmal individuell einstellen und ich dann mein individuelles Setup für den Z4 habe nach meinem Fahrstil mit meinen Reifentemperaturen. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Bis dann, haut rein, ciao.